Unterwegs auf dem E6 Fernwanderweg quer durch Schweden auf über 1000 Kilometern. Gleite uns in dieser Folge ein Stück des Weges. Da wird nochmal unser Wasser nachgefüllt. Dankeschön. Ich freue mich auf den Hafer, den wir holen werden heute Abend. In dieser Folge geht es von Narvextorp Richtung Simlangsdalen. Für die Route haben wir in etwa 3 bis 4 Tage eingeplant. Ja, wir haben jetzt gerade Pause gemacht. Jetzt geht es hier durch so ländliches Gebiet, auf ganz vielen Schotterwegen lang. Boah, und eben war es richtig kalt. Da war die Sonne weg, da haben wir uns angezogen. Und jetzt habe ich mir eine Weste angezogen. Und jetzt ist mir schon wieder richtig warm. Jetzt schwitze ich was schon wieder. Schöner Shelter. Oh, sogar gefliest. Feuer ist angezündet. Einkauf ist wieder da. Das bedeutet, Marina war in der Stadt einkaufen und ich habe Feuer gemacht. Die 99, also die 9,90 Euro Kartoffeln wurden für 16 Euro, für 1,60 gekauft statt für 9,90 Euro. Hier kommt wohl gleich noch jemand her, deshalb dachte ich mir, machen wir schon mal den Abschluss für heute. Wir kochen wieder lecker Kartoffeln, dazu gibt es leckere Erbsen. Und für morgen haben wir schon Haferflocken und Blaubeeren. Kaffee, Bio-Kaffee. Zwar ein bisschen was zu tragen, aber okay. Und Bananen, Premium. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.
Auf unserem Weg vom Shelter in die Stadt haben wir dieses wunderschöne Häuschen gefunden. Und im Garten befindet sich auch noch eine Trollfigur, die sieht man gleich noch. Und wie wir so standen und uns das angeschaut haben, eben hat man auch noch einen schönen Bauwagen gesehen. Ja, hat uns der Besitzer gesehen und wir haben mit ihm irgendwie ein bisschen gequatscht und hat er uns eingeladen. Wir können uns das alles mal ganz frei anschauen. Er hat das alles selber gebaut, auch teilweise sehr viel aus recycelten Sachen. Hier sieht man so einen Teich innen. Und ja, es ist ein riesengroßer Wintergarten. Und unten drunter befindet sich auch noch ein Keller, wo er dann im Winter Obst und Gemüse lagert. Und jetzt geht's nochmal aufs Dach hoch. Er ist auch noch nicht fertig, also ist immer noch am Bauen. Und hier sieht man nochmal die wundervolle Dachterrasse. Ja, hier nochmal die Figur, ist echt mega schön hier. Mega cool gemalt, gebaut. Man hat gesagt, er hat das gebaut, weil hier damals ganz viele Trolle waren. Nur die Leute haben das vergessen und er baut das jetzt, um die, ja, mal wieder daran zu erinnern. Echt cool. Eingekauft. Ein paar Bananen, zwei zum Essen und zwei für morgen früh. Dann haben wir noch einmal Linsen, Beluga-Linsen, zwei Zwiebeln und ich habe was ganz Tolles gefunden und zwar endlich mal Feuerzeuggas. Das heißt, wir können endlich mal die Flasche hier nachfüllen, weil die Feuerwarnstufe jetzt schon wieder steigt. Das war dann im Notfall ein bisschen Gas haben. Einkauf erledigt. Weiter geht's. Und zusätzlich haben wir noch 1 Kilo braunen Reis geholt, weil es gibt hier braunen Naturreis, endlich mal im Koop. Den gibt es nämlich im Eika nicht. Zusätzlich noch ein paar Bananen für den Weg, ein paar Snacks, ein paar Cashews und einmal Reiscracker. Und es gab was ganz Besonderes. Und zwar konnten wir endlich mal unser Gas nachfüllen. Die haben Feuerzeuggas gehabt. Und ich habe jetzt auch relativ viel reinbekommen in die kleine Flasche. Ich habe die größere zwar auch noch mal mitgenommen, aber die werde ich jetzt bei der nächsten Gelegenheit noch mal nachfüllen, wenn wir irgendwie mal das benutzt haben. Und dann kann ich die Feuerzeuggasflasche auch wegtun. Und dann haben wir nur noch unsere kleine, die dann voll ist und perfekt. Ui. Taube. Sommerluft im Wald. Wunderschön.
Wir laufen nun durch das Rönnöl Naturschutzgebiet, das ein sehr spannendes und kulturelles, historisches Umfeld bietet. In dieser alten wilden Grenzregion sind immer noch Grenzmarkierungen von der alten Landesgrenze zwischen Dänemark und Schweden zu finden. Es ist gerade wieder mega schön hier, so ruhig, so richtig schön sonnig, frische Waldluft. Mega angenehmer Wanderweg hier. Keine Autos. Oh, so grün, so grün. Mega, wir sind hier gerade an so einem wundervollen Fluss oder See angekommen. Oh, ist das nicht schön. Einmal die Kirche. Jetzt ist es noch weniger als ein Kilometer. Vielleicht 500 Meter noch oder so. Und dann sind wir da am See. Boah, ich freue mich, ins Wasser springen. Linsen. Knoblauch, Zwiebeln, lecker braunen Reis. Und jetzt gibt es noch lecker Kalmarsalz. Und Curry. Das wird fantastisch. Mmh. Guten Morgen. Sehr entspannte Nacht. Relativ gut geschlafen. Heute geht es Richtung Simlangsdalen. Dort morgen direkt im See. Wunderschön eine Runde baden. Mal so ein kleines Feedback zum ersten Teil der Route. Also, was ich nicht so richtig verstehe. Hier gibt es Naturschutzgebiet und viel Wald hier zwischen. Und hier gehen sogar Routen lang. Aber trotzdem leiten die einen über die Straße. So, das ist irgendwie seltsam. Wir gehen einfach mal vom Weg rechts runter und schauen uns einfach mal diesen kleinen Trampelpfad an, der da lang geht. Vielleicht ist der viel schöner, als dass man hier auf der Straße läuft. Weil da geht man auch noch so einen Umweg mit so einem Bogen auf der Straße und erscheint irgendwie nicht so ganz sinnig. Naja, mal gucken. Gibt gerade einen kleinen Zwischensnack. Mal wieder hier lecker Triebe. Also in der Größe schmecken sie ehrlich gesagt auch noch sehr gut. Schön knackig. Der Weg ist heute ein bisschen eintönig. Hat sich bestimmt so gefühlt 4 Kilometer auf der Straße erst lang gezogen. Und jetzt laufen wir hier auf so einem Feldweg. Ist zumindest besser als die Straße. Also ja, mal gucken, wie es noch wird. Ich hoffe ja, und ich gucke schon die ganze Zeit nach Kiefern, Pollen oder Fruchtkörper, Pollen oder Pollenkörper, wie auch immer, wo diese Pollen gebildet werden, die wir gestern gegessen haben. Die waren so lecker und die will ich unbedingt essen heute wieder. Hier haben wir wieder diese Kiefern-Dinger, wo hier sind die Triebe und hier links und rechts wachsen diese Kügelchen, die noch saftig sind. Das schmeckt so lecker, schmeckt so richtig süßlich,
Ah, voll die Delikatesse. Da werde ich jetzt immer ein paar essen. Bestimmt so, weiß ich nicht, 10, 20 Stück oder so. Gestern sind sie mir super bekommen und kann ich echt empfehlen. Das ist nur eine ganz, ganz kurze Phase, bis diese Dinger sich so weit entwickelt haben, dass die Pollen rauskommen. Aber die Phase, ja, die kann man echt nutzen, um die zu essen. Das schmeckt super. Voll die Delikatesse. Möchtest du auch welche? Uhu. Der Weg hat sich wieder geändert. Wir gehen endlich wieder durch dichte Wälder, Sandwege, Sandstraße wollte ich schon sagen. Sehr schön hier wieder im Wald zu sein und der Weg ist wieder normal. Geht sich sehr schön. Kleines Päuschen gemacht. Und wir laufen jetzt den Hallandsleden und beim Danskafall vorbei. Das ist ein Wasserfall und da gibt es sogar eine Hütte. Wir haben uns aber entschlossen, weiter zur Stadt zu gehen und dann anschließend noch weiter zu einer weiteren Hütte. Und nach diesem anstrengenden Tag, wo wir bestimmt 25 Kilometer bis jetzt zum Supermarkt gelaufen sind, habe ich erstmal eine ganze Tüte Chips reingezogen. 270 Gramm Kartoffelchips. Fett, Salz und ein bisschen Kohlenhydrate. So. Wir haben jetzt eingekauft, wie eben schon gesagt. Es gibt zweimal Reisnudeln, Erbsen, Lauch. Marina hat noch Tomaten geholt, Zwiebeln. Und dann haben wir ein bisschen Restreis von gestern. Da habe ich noch frisches Olivenöl geholt. Und jetzt gehen wir zum Grillplatz, wo wir dann Feuer machen können und dann uns lecker was zu essen machen können. Ich habe eben die Chips gegessen. Boah, es ist hier so schwer. Meersalz-Chips zu bekommen. Die guten zumindest, die günstig sind von Aika. Oder auch von Coop. Und hier ist nur so ein anderer Markt. Ja, jetzt packen wir jetzt zusammen. Da vorne ist ein Gewitter. Da oben. Haben eben auch nach dem Regenradar angeschaut, aber das sagt, es soll jetzt vorbeiziehen. Yes! Super. Wären wir nicht nass. Ja, wir machen uns jetzt immer fertig und auf den Weg. Haben wir ein Glück, dass das Gewitter vorbeizieht. Laut Regenradar. Über uns geht's noch und da hinten kommt's runter. Jetzt geht's noch 1,5 Kilometer in die Richtung. Da ist so eine Halbinsel. Da sind drei Grillstellen angezeichnet. Da können wir dann zumindest Feuer machen. Schön. Sieht gut aus. Das gefällt mir. Passt auch total zum Bauwerk. Ja. Schön. Wie weit noch? 500 Meter vielleicht. Hat sich ein bisschen abgekühlt, man merkt es an der Haut. Es blitzt wieder. Und es riecht nach Grillen. Beim Grillplatz, aber es sind drei Grillplätze da. Oh, und Wasser direkt hier vorne, herrlich. Können wir Wasser ziehen. Im Wasserfilter. Ah, da kommt der wilde Wind. Stürmisch. Oh, perfekt, Feuerholz. Wundervoll. Noch gerne. Ja, auch. Yeah! Schöne Stelle gefunden. Feuer anbekommen mit ein bisschen Wachs. Immer sehr gut. Ich wusste auch nicht, wie trocken das Holz ist, aber
scheint gut abzugehen und Kiefer ist ja so immer schön harzig. Herrlich. Schön das Gemüse kleinscheinen, anschwitzen, dann die Nudeln kochen. Vielleicht seht ihr schon die Tropfen auf der Linse. Da sieht man es recht gut. Es ist am Regnen und die Sonne scheint. Und der Wind kommt von da, aber eigentlich soll der Wind das Gewitter wegblasen und irgendwie stimmt das Regenradar nicht. Und da hinten ist es halt schwarz. Aber zumindest das Feuer wird anbleiben, glaube ich, egal wie heftig es regnet. Dazu noch Erbsen, das wird gut. Nudeln kochen fröhlich vor sich hin. Brauchen nur 1 bis 2 Minuten. Ist auch gleich vorbei. Dann werde ich die irgendwie abgießen. Oh, dann wird es echt gut. Das Gemüse schmeckt schon richtig lecker. Oh, das war jetzt ein bisschen doof. Ja, das ist Gemüse. Das sind die Nudeln. Da habe ich gerade welche mit rausgezogen. Das machen wir jetzt hier mit. Abreißen. Schaut euch das an. Das sieht doch lecker aus. Dann mit dieser schönen Sonne noch. Herrlich. Regen hat nachgelassen. Jetzt kommen noch frische Tomaten dazu. Das ist. Oh, ich freue mich so auf dieses frische Essen. Eine ganze Packung Erbsen frisch. Die sind jetzt. Die waren gefroren und die sind jetzt ja, schön aufgetaut. Da läuft das Wasser im Munde zusammen. Eimer Wasser pressen. Und abkochen.